Und hiermit melde ich mich zurück, Leute, zu einem weiteren Part von Gran Turismo 6. Wir gehen zum Goodwood Festival of Speed, denn da hat sich was Neues freigeschaltet, nämlich neue Wagen. Mal erstmal gucken, welche das sind. Wow, ein Nissan, ein R18 und der Red Bull Prototyp. Was? Das ist der beste Wagen aus Gran Turismo 5. Den können wir einfach hier so fahren. Wie geil. Den habe ich noch nicht mal in Gran Turismo 5 freigeschaltet. Gut. Also wenn zu dem Zeitpunkt, ich möchte ihn nämlich noch freischalten, wenn ich mal Lust habe auf wieder Leveln, dann werde ich vielleicht mal einen Level-Part raushauen. Für Gran Turismo 5 und dann werde ich natürlich zeigen, weil genau das ist der beste Wagen in Gran Turismo 6, den man auf Level 30 die Veranstaltung für den natürlich freischaltet. Mit dem man dann den fahren kann. Mal sehen. Vielleicht kriegen wir jetzt... Wow. Übertreib doch nicht so, Nissan. Ja, mal gucken, wie der sich fährt, aber der fängt schon mal gut an. Okay, der lenkt nicht so gut. Der rutscht halt überhaupt nicht. Der fährt sich, als ob er über ein Gleis fahren würde, also gut. Ah, ich hätte ab jetzt nicht so weit nach links gelenkt, weil ich dachte, dann schlägt er aus. Aber ich habe ja natürlich vergessen, dass man nicht auf Rasen fahren darf. Mit solchen Wagen, bei solchen Veranstaltungen. Der Turbolader von dem, der geht auch nicht voll auf Plus. Der geht eher so auf Minus, ja. So. Gut. Also der fährt sich eigentlich wirklich sehr gut. Muss man wirklich mal zugeben. Das, wow. Das ist ja nicht bei allen Wagen der Fall. Ja, diese Kurve ist für den ziemlich schwierig, also mit dem ziemlich schwierig zu nehmen, muss ich ja mal sagen. Aber der bremst, das ist auch wieder schön. Okay, 2, 1. Okay, aber 48 Sekunden sind locker drin. Eigentlich nicht, das ist nämlich eine Zeit, die ist ziemlich scary. Movie und so. Aber mal sehen, was wir anrichten können mit dem. Hoffentlich viel Schlechtes. Wir haben irgendwie diese Kurve hingekriegt, aber ich wette, wir kriegen die Goldzeit nicht mehr hin, wegen diesem einen kleinen Schlenkers. Ach, mal sehen. Okay. Wir nehmen leider Kurven nicht so gut. Nee, die Goldzeit ist niemals drin. 46... 47, 48, noch nicht mal die Silberzeit. Wollt ihr mich verarschen? Was soll denn das hier werden? Muss ich da wirklich so lang fahren, als ob ich der Pro überhaupt bin? Das geht doch gar nicht klar. Okay. Ja, wenigstens haben wir jetzt hier schon mal ein bisschen Abstand vor unserem Geist. Okay, jetzt nicht mehr. Ist egal, ob wir auf dem Rasen fahren, okay. Hauptsache, wir sind im Endeffekt schneller. Ich habe es schon wieder gesagt. Gut, das könnte sogar 2 Sekunden ausmachen. Jetzt habe ich ein bisschen früher aufs Gas hier gedrückt. Das war nicht unbedingt schlecht. Das könnte jetzt wirklich das ganz gut... ausrichten, aber 46, 47. Oh, nein, 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 Mann, das gibt's doch nicht. Ach, egal, weiterfahren. Ah, der hat einen besseren Start hingelegt, aber kann ihn hier einholen. Und hier war ziemlich schlecht. Anscheinend ja nicht. Ich habe zwar Start gedrückt, aber erstmal müssen sie mich disqualifizieren, bevor ich neu starten kann. Natürlich. www.ahschulze.de. Ich wollte nur nochmal Werbung machen. Der hat anscheinend... Naja, so viel war nicht besser. Wie kann das der Fall sein? Wie kann er plötzlich so ausrasten, wenn er es normalerweise nicht tut? Ach, dieser Wagen. Der macht mich ja fertig. Yokohama, hm?
Okay. Okay. So. Ah, der wird wahrscheinlich mich ein bisschen, ja, überholen. Mist. Nicht so gut. Okay. Ja. Das war zu doll gegen die Begrenzung. Ach, dieses Rennen. Das macht mich jetzt schon fertig. Okay, das war wieder ziemlich scheiße. Anscheinend muss ich wirklich durchdrehen an dieser Sekunde. Okay, der holt auf. Das ist natürlich nicht so schön. Aber er ist jetzt nicht so weit vorne wie vorher. Okay. Er ist weiter entfernt. Sieht gut aus. Gut. Sehr schön. Ja, das wird was. Das wird was. Das wird... Oder auch nicht. Nein! Nein! Oh nee! Wieso? Wieso gegen die Begrenzung? Nein! Das ist doch nicht wahr! Oh nee! Wenn man die Richtung lenkt, während man bremst, ist der mega schnell. Ich glaube, ich habe den Trick von dem herausgefunden. Okay. Okay. Du Nissan, ja. Du Nissan, ey. Du machst mich ja total fertig. Okay. Diesmal aber. Okay, locker geschafft. Unglaublich, dass ich davor wieder mal total versaut habe. Die Wiederholung möchte ich jetzt auch nicht sehen. Das war zu, was auch immer. 70.000 Credits. Nee, das ist eine Menge. Was war eigentlich das gerade für ein Geräusch, was ich gerade gemacht habe? Ich weiß noch nicht mal, mit was ich das gemacht habe. Mit dem Mund oder mit der Nase oder mit den Ohren, was auch immer. Keine Ahnung. Was war das gerade für ein Geräusch? 18 TDI, 626 LP. Ich sollte nochmal vorlesen. Ich habe vergessen, das letzte Mal vorzulesen. Nein. Nein. Ich habe meine Prinzipien nicht eingehalten. Gut, so. Dann lesen wir da jetzt nochmal vor. Also, die Zielseite. Willkommen beim Motorrad. Das hier eingesetzte Auto ist ein Prototyp vom deutschen Autohersteller Audi. Es ist deutsch. Also, es ist dasselbe Modell, das nach einem heißen Cup mit mehreren Peugeot 908 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2011 den Sieg einfuhr. Was versuchen, doch dieses großartige Dramatik noch einmal aufleben zu lassen. Dieses großartige Dramatik ist wieder super deutsch sein gewesen. Aber diesen Wagen, der ist anzusehen, ist auch interessant. Der ist schneller als der andere. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Oh, der. Der fährt sich gut. Das muss man ja mal sagen. Der fährt sich super, obwohl er relativ schnell ist, wie ihr seht. Also der. Das war kein Rammen, das war ein Touchen. Also das war ganz klar, ganz langsam gegen die Bande angedellt haben wir die Bande. Okay. Aber dieses Wagen fährt sich gut. Obwohl ich dieses Auto hätte sagen sollen, dann hätte das sogar... Ne. Dieses Wagen fährt sich wirklich nicht so gut. Ich sollte auf der Strecke bleiben, anstatt auf dem Rasen zu fahren. Das wäre vielleicht besser. Und der Turbolader von dem, der geht wirklich gut. So. Wow, rutsch nicht so. Rutsch nicht so, Wagen! Gut.
Ja, der lenkt halt so. Wow, der zieh mich doch nicht auf den Rasen! Was soll das? Ich möchte doch mal sehen, wie viel der wirklich schaffen würde. Ist ja jetzt noch lustiger, wird es natürlich jetzt gleich, weil dann wird der Red Bull Prototyp gefahren und der, wenn ich da auf Rasen fahre, ist sofort vorbei. Also der hat ja einen Ansaugmotor, der ist ja dann sofort weg. Der saugt dann Gras an. Das sollte möglichst nicht passieren. Warum? Ich kann mit dem nicht fahren. Weil wenn der einmal auf den Rasen kommt oder ich wirklich einmal zu viel lenke, dann ist er raus. Obwohl er sich am Anfang gut angefühlt hat, ja? Irgendwie ist der erste immer sehr schön, dann kommt der zweite, der ist total scheiße und dann kommt irgendwann der zehnte, der ist dann wieder super. Weil man dann weiß, wie man ungefähr mit dem umgehen muss. Und ihr seht schon, jetzt könnte es sogar schon der zehnte sein. Das steht schon der Versuch von der Fahrweise, wie ich den fahre, ja? Ja, genau das meine ich. 2 Millimeter auf dem Rasen. Also muss ich sofort ausschlagen. Wagen, kannst du nicht mal auch was anderes machen? Nein, anscheinend nicht. Der ist so langweilig, weißt du? Endlich mal ist er wieder auf der Straße. Ich meine, 24 Stunden dieselbe Strecke zu fahren, ja? Das geht doch überhaupt nicht klar. Das ist doch nicht möglich. Das kann man doch gar nicht erwarten, dass das so ein Wagen tut. Denn er ist halt ein Tut-Tut. Aber, wie wir sehen, okay. Muss ich überhaupt bremsen mit dem? 39, 40, 41, 42, 3. Nee! Nein! Wieso? Wieso kriege ich so eine scheiß Zeiten hin? Das ist doch nicht möglich. Das, nein. Und jetzt hätte ich die schon. Ne. Ja. Schlag aus. Ich muss mich beruhigen. Ach, das Leben ist schön. Dieser Audi ist schön. Dieser Start war scheiße. Ist mir aber auch egal. Denn wir werden diesen Start nicht noch einmal verkacken. Nein, ganz im Gegenteil. Wir werden den doch verkacken. Natürlich. Aber durch meine Fahrkunst. Ihr seht, gleichen wir das total aus. Denn wir sind wieder hinter meinem Schatten oder Geist. So, wir sind wieder vor meinem Geist. So. Gut. Das sieht doch ganz okay aus. Ja, wir haben es hingekriegt. Unglaublich. Ne, damit hätte ich nicht gerechnet. Dass wenn ich ruhig bin, dass dann alles glatt läuft. Nein. Nein. So. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt ins letzte Goodwood Festival. Speed, Rennen, Dings. Denn damit fahren wir den Red Bull. Prototype 2010? I don't know. We will see. 2010. Das hier eingesetzte Fahrzeug ist ein Traumauto, das dank einer Zusammenarbeit von Red Bull Racing und dem Gran Turismo Trim entstand und auf der Idee basiert, alle Reglements über Bord zu werfen und einfach das schnellste Auto der Welt zu erschaffen. Zu den Haupteigenschaften gehört ein Ventilator, mit dem Abtrieb erzeugt wird. Aber neben diesen Fan-Auto-Fähigkeiten bietet es auch ein unglaubliches Handling. Und das stimmt sogar. Es wird Zeit, in eine völlig neue Dimension des Fahrens vorzustoßen. 972 LP möchte ich nur nochmal dazu erwähnen. 972 LP. Und ich war viel zu nah am Mikro, deswegen war es vielleicht ein bisschen laut. Ja. Mal sehen, wie schnell sind 31 Sekunden. Nochmal 7 Sekunden schneller.
Und die jetzt schon wieder abgeht. Der geht voll in die Vollen und dann ist er weg. Ja, eins. Was zur Hölle? Alter! Was geht denn hier ab? Was soll ich damit machen? Wieso ist das Spiel plötzlich so schnell? Wie soll ich denn da reagieren? Hat jemand Slow Motion? Also ich empfehle euch, das Video langsam anzugucken. Also ich weiß auch nicht, irgendwie wird das hier voll... Warum habe ich verlassen gedrückt? Also irgendwie wird das hier voll schnell abgespielt. Ich weiß auch nicht, das Spiel geht irgendwie voll ab. Ich weiß nicht... Ich möchte gar nicht die Perspektive ändern. Ich möchte einfach neu starten. Aber das versteht halt keiner. Erneut versuchen, ja. Und da ist der Wagen wieder vorbei. Unglaublich. Diese Geschwindigkeit. Ich weiß auch nicht. Irgendwie muss ich schnell reden, damit ihr denkt, dass wirklich das Spiel ein bisschen schneller wurde. 2, 1 und los. Außerdem ist der Ton ziemlich penetrant. Ah. Alter. Der Ton. Der Ton. Dieses Handling. Dieses Handling! Dieser Ton! Irgendwas ist hier faul! Oh Mann, dieser Ton! Ich glaube, den hört man sogar nochmal in der Aufnahme, weil... Ah, der ist so laut, dass meine Kopfhörer gesprengt werden. Oh! Oh! Das zählt als Disqualifikation und ich bin ziemlich leise, ich weiß, und setzt euch damit total diesem Sound aus, aber ich kann leider nichts dafür, das ist halt jetzt so. Das müsst ihr jetzt überleben, weil selbst meine angenehme Stimme kann diesen penetrierenden Ton nicht überdecken. Denn dieser penetrierende Ton, der was war das gerade? Der penetriert einfach so stark. Und ich kann ihn noch nicht mal ändern. Alter! Schwede! Der muss so... Der geht so schnell vorbei, dass er nochmal laden muss, wenn er gegen Sachen fährt, damit der Computer einsetzt. Das geht doch gar nicht, klar. Also wenn wir den jetzt gewinnen würden, dann ist er vorbei. Okay. Jetzt kann ich ihn auch einigermaßen fahren. Nur der Ton ist halt so. Ich lenke zu stark. Ich lenke viel zu stark, weil mit dem muss man nicht so stark lenken. Man muss ein bisschen vorher aufhören, bevor man denkt, jetzt ist es okay. Jetzt werde ich ganz knapp um die Kurve kommen. Dann muss man denken, ja. Ich bin auch erstaunt, wie der Fahrer schafft, so schnell zu schalten. Also, das ist unglaublich, wie der das hinkriegt. Das möchte ich mal wissen. Ich meine, der macht immer so, schalt, 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 schalt. Anstatt gleich in den fünften Gang zu überschalten, das wäre ja viel schlauer. Aber 31 Sekunden. Das war sauschlecht. Das war sauschlecht. Also ich weiß auch nicht. Also ich werde dieses Rennen vielleicht noch in diesem Part schaffen. So. Was für ein Prototyp, muss ich jetzt sagen. So. Mhm. Ich muss dazu sagen, das ist ja auch keine Rennstrecke hier. In dem Sinne für den. Ich wäre fast rumgekommen. Das muss man sagen. Ich wäre fast rumgekommen. Hätte ich nie nicht so stark noch gelenkt. Ich komme mit dem wirklich nicht klar. Also wirklich, wenn es den in echt geben würde, dann wäre es ja unfair ohne Ende. Alle anderen Rennteilnehmer würden ja sofort wären ja sofort weg. Das kann hier nur der Pro fahren, also. Ich
Langsam kriege ich es auch raus. Nein, ich hätte es hingekriegt. Ich hätte es genau jetzt hingekriegt. Ah, langsam kriege ich raus, wie ich damit fahren muss mit diesem Wagen. Also wirklich, wirklich Handling und so weiter. Das ist alles eine Lernsache, weil sonst kriegt man das hier nicht hin. Und wenn ich jetzt wieder so eine scheiß Zeit fahre von wegen 31,6 oder so, also tausendstel Sekunden, dann würde ich sagen, tschüss. Also hier ist schon mal ein Vorgeschmack darauf, was euch erwarten wird im Endgame. Penetrierender Motor und schlechter Fixel. Ah, okay, das war jetzt ziemlich scheiße, zu spät gelenkt. Tja, also diese direkte Lenkung, mit der kommt man einfach nicht klar, das muss man ja einfach mal sagen. 2, 1, go. So. Okay, das war ganz gut. Das ist nicht so gut, wenn ich auf dem Rasen fahre. Also der verzeiht auch ein bisschen was, weil man einfach... Da bin ich leider so auf dem Rasen gefahren, dass ich nicht mehr lenken konnte. Aber der gerade sahen auch die Lichteffekte ziemlich nice aus. Ich glaube, der war kurz vorm Explodieren, der Wagen. Okay. So langsam gewöhne ich mich ans Penetrieren meiner Ohren. Na okay, da an den Wagen gewöhne ich mich natürlich nicht. Ich mache mal wirklich mir den Ton leiser. Das geht jetzt gar nicht klar. So, jetzt höre ich immer noch was, aber es ist viel leiser. Oh ja, es hat genau gar keinen Unterschied gemacht. Also das Runterpegeln wird auch nicht helfen. Wow, wow. Ah. Wow. Ihr seht schon, man kommt mit dem total ins Schlingern, aber der schlingert nicht. Der schlingert einfach nicht. Wieso tut er das nicht? Dann könnte ich viel besser mit dir arbeiten, Wagen. Oh, Mann, dieser Wagen macht mich fertig. Na, zu stark gelenkt. Oh, was geht denn mit dem plötzlich ab? Also wirklich, was hat die... Langsam raste ich aus. Wenn ich einmal über die Ziellinie komme, will ich aber sofort die Goldseite. Weil wenn das nicht der Fall ist, sind ein paar Menschenleben in Gefahr. Nicht nur mein eigenes, ja. So. Wir sind wieder ganz ruhig. Diesmal werden wir sehen, wie ein Fahrzeug eine Strecke lang fährt. Das ist gar nicht normal. Das haben wir sonst noch nie gesehen. Nein. Zum Beispiel dieser. Einfach nur Schlenker. Dieser ist doch ganz schön. Ich meine, dieser Schlenker. Er war einfach so schlenkig. Ich weiß auch nicht. Er war einfach so beautiful. Also, da kann man doch gar nichts anderes sagen, oder? Also. Nein. Das gibt's doch nicht. Wie soll man denn dieses Rennen hinkriegen? Ich meine, dieser Wagen. Diese Schnelligkeit. Sie ist angeboren. Diesem Wagen. Okay. Die ersten Sachen haben wir schon mal hingekriegt. Jetzt kannst du noch schlimmer werden. Wir haben es gerade gesehen. Diese Lenkung ist manchmal so geil und manchmal so schlecht. Das ist ja mal so eine, das ist ein Abschnitt. Es gibt immer so Abschnitte, wo die Lenkung mal gut ist, mal schlecht, mal so mittelmäßig, mal so vielleicht. Und letztendlich wird sie vielleicht sogar versagen mal. Aber das werden wir noch sehen. Warum? Warum lenkst du so? Wagen! Ich weiß auch nicht. Wieso tust du mir das an? Das geht doch gar nicht klar. Wie hast du eigentlich diesen Traumwagen bekommen? Ich meine... Das geht doch gar nicht. Wo soll denn hier überhaupt das Nummernschild dran? Ihr denkt doch gar nicht mit, ihr von Gran Turismo. Okay.
Bisschen um die Kurve sind wir. Wieso? Ich hab die ganz leicht geschrammt. Diese Barriere! Diese Barriere! Diese ist einfach so Barriere. So, mal sehen, wie ich damit jetzt weiter klarkomme. Vielleicht drehe ich mich einfach mal im Kreis. Das könnte auch mal losgehen. Ich meine, warum nicht? Ich habe einen Wagen, der schneller ist als das Batmobil. Ich weiß ja auch nicht, wie schnell das Batmobil ist, aber es wird sehr wahrscheinlich schneller sein. Aber es ist genauso schwarz. Das Wagen. Wenn ich es wirklich nicht in diesem Part schaffe, cutte ich noch den Ergebnis rein. Weil wenn ich laber, dann wird meistens mein Ergebnis hier voll verfälscht. Aber eigentlich konzentriere ich mich vor allem aufs Fahren, wodurch meine Konversationsgabe, meine Multitasking-Fähigkeit von wegen gleichzeitig zu reden, ein bisschen drunter leidet. Und jetzt habe ich ein bisschen viel gebremst. Das könnte jetzt meine Zeit schon gewesen sein. Und das ist sie eh schon gewesen. Ach ja. Okay. So. Wenn ich jetzt noch irgendein anderes Auto jetzt fahren würde danach, dann wäre das jetzt total scheiße. Warum lenkt er manchmal nicht? Warum lenkt er manchmal nicht? Wieso nicht? So, jetzt reden wir wieder normal. Ich meine, diese geschilderte Sache kann ich jetzt auch nicht lange genug vorspielen. Ich bin schon ein bisschen genervt gerade. Und ein bisschen sauer auf mich selber auch. Weil das Rennen ist wirklich jetzt nicht so schwer. Nein, ist es nicht. Machen wir erstmal den Motor kaputt. Vielleicht bringt das was. Gut. Diese Strecke macht überhaupt nichts mit mir, außer mich verrückt. Ich meine, was soll sie denn sonst noch machen? Und diese Beschleunigung ist einfach unglaublich. Und ich lenke jetzt gerade viel zu früh. Wieso werde ich disqualifiziert für sowas? Mann. Sobald ich das Auto ein bisschen andatsche. Mann, das ist ein Traumauto, das könnt ihr euch immer wieder spawnen, ey. Das ist doch egal. Ich meine, alle Autos sind irgendwie auch wundersamerweise repariert nach jedem Rennen. Vielleicht ist die Ölflüssigkeit ein bisschen anders. Oder andere Sachen, aber im Allgemeinen ist das Auto doch immer repariert. Ich meine, von den Karosserieschäden. Wieso macht ihr das nicht auch einfach hier? Ach. Ich würde mal sagen, noch 3 Versuche. Oder mehr. Das kann ja auch ein längerer Part werden. Okay. Red Bull. So. Warum lenkt er nicht? Warum? Und warum kriege ich dann die letzte Kurve immer nicht hin? Die ist doch total einfach. Ah. Okay, dann wird das hier jetzt alles live gezeigt, wie ich hier total faile. Ich dachte nicht, dass ich wirklich so lange für ein Goodwood Festival of Speed brauche. Ihr seht schon, hat er sich kaum bewegt, bis er irgendwann mal wirklich ausgeschlagen ist. Irgendwie logisch, aber wir werden mal sehen.
theoretisch der letzte Versuch von dem, was ich vorher gesagt habe. Aber es wird er nicht sein. Also so langsam geht's wirklich ab. Warum hat er jetzt überhaupt nicht gelenkt? Ey, warum hat er jetzt überhaupt nicht gelenkt? Das ist ja... Ja, rückwärts. So. Der lenkt besser, wenn man Gas gibt. Also ich komme wirklich gerade gar nicht klar. Also ich komme auf dem Wagen gerade gar nicht klar. Also das... Ich frage mich, wie ich die Rennen geschafft habe. Und das noch nicht mal in so langer Zeit. Ich glaube, ich sitze jetzt länger dran als an einer ganzen Runde von einem Rennen. Dass ich mit dem gefahren bin. So. Sieht ja bisher ganz gut aus. Ach Mann. Ach Mann. Das sah doch so gut aus. Das sah aus, als ob das einfach ein Computer gefahren wäre. Wieso kriege ich dann das nicht hin weiter? Und ich meine, sein 0 auf 100 ist es unter einer Sekunde. Ihr wollt mich wohl verarschen. So. Okay. Sehr schön. Was war das? Wie kann ein Baum eine Hitbox haben? Naja, wir werden hier weiter lang fahren. Was soll das? Wieso? So, nachdem ich meinen Magen ausgewirkt habe, geht es mir wieder besser. Das ist jetzt natürlich 3 Stunden her, seit ich den letzten Versuch gestartet habe. Nein, das ist exakt dahinter. So gut schneiden kann ich ihn auch wieder nicht. Also ich werde jetzt hier gleich 3-mal im Kreis hüpfen, wenn ich das hier geschafft habe. Und das Ganze dann aufnehmen und auf YouTube stellen, natürlich. Und sowas ist wichtig. Habe ich denn gerade das hingekriegt? 29, 30. Wir haben es hingekriegt. Wir haben es hingekriegt. Wir haben es hingekriegt! Oh mein Gott! Wie geil! Endlich! 835.000 Credits! Was kriegen wir für einen Wagen? Nein! Was war das denn? Ah, unglaublich. Dass ich so lange brauche für so eine einfache Sache, die ich im Endeffekt ja so geschafft habe. Mal sehen, Wagen. Welchen kriege ich? Na, zeig ihn mir. Ja? Wenn du jetzt abkackst. Okay. GT bei Citroën, a road car. Ich hätte lieber... Wir lassen das, was das da war, den Schwarz. Was ziemlich interessant aussieht. Also, es sieht wirklich interessant. Ja, ich möchte mal sehen, wie viele Leistungspunkte er noch hat. Das gucken wir uns noch an. So, da haben wir auch diese Veranstaltung geschafft. Ach so, natürlich Fahrzeugauswahl. Goodwood Stammgast haben wir jetzt gewonnen. 560 LP, GTE bei Citroën. Gut, haben wir es auch hingekriegt. Gehen wir nächstes Mal wieder in die nationale A-Lizenz natürlich. Und bis dahin würde ich sagen, ja, ich würde etwas sagen. Und zwar, bis wir wieder Gran Turismo 6 spielen, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschö, tschö. Endlich haben wir es geschafft. Dieses schöne Rennen. Tschö.